Ja, hallo und herzlich willkommen. Es geht wieder weiter. Wir starten heute die neue Etage. Zurzeit ist fast die erste Etage ausgebucht, die zweite ist ausgebucht und die dritte, das Penthouse, ist auch ausgebucht. Von daher wird es Zeit für eine neue Etage und es wird die Etage Villen sein. 500.000 kaufen und dann sehen wir auch, ob... Ja. Geht auf jeden Fall erstmal die 500.000 ab. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier... Das ist schon durcheinander. Eigentlich nur eine Person. Ah, da kommt die vierte Etage hinzu. Lass mal hochgucken. Aber die dürfte ja nicht schmutzig sein. Die ist ja neu dazugekommen, ne? Ich muss mal gucken. Irgendwie muss doch der Chat auch wieder ausblendbar sein. Settings. Einfach im Kreislauf, ja. Ah, da, okay. Können wir hier sagen, okay. Für 70 Sekunden kann man sehen. Save ich nochmal und fertig. Oh, naja. Guck mal, sie ist hier jetzt auf jeden Fall breiter nach hier. Gehend jetzt breiter. Ja, die haben die Etage neu gebaut, wie man sieht. Das ist schon cool gemacht. So, das haben wir hier, die 401. Die haben wir komplett neu gebaut. Das ist cool gemacht. Das ist kein altes Restaurant, altes Hotel mehr jetzt. Sondern wirklich. Aber das wäre cooler gewesen, wenn ich entscheiden kann, wo die Wände sind. So verwinkelt mag ich überhaupt nicht. Aber naja. Wer fragt mich schon? Irgendwas ist kaputt. Zimmer 106. Die anderen Etagen haben wir ja auch schon gemacht in den ganzen Folgen. Da ist gut was zu tun, das stimmt. Ja, das mit dem Chat gefällt mir jetzt schon, wenn es halt zwischendurch dann ausgeblendet oder wenn es dann ausgeblendet ist. Wieder und nicht die ganze Zeit da steht. Mal beobachten. 106 ist, glaube ich, ja noch. Unschön rausgegangen. Das Ei da. Nice job fixing the room. Das fixing room. So, bitte sehr. Zoom wieder weg. 21.000 für das Ei, okay. Wir fahren wieder nach oben. Ich schmeiße jetzt erstmal Dynamit in die neu gebaute Etage. Das ist kein Witz für alle, die es noch nicht kennen. Herzlich willkommen, Redmatix. Ist doch gar nichts zu reinigen. Okay. Genau, hier auf der Betonfläche.
Oder Asphalt? Ne, Asphalt ist es nicht. Flur reinigen. Ja, müssen wir erstmal die Zimmer machen, glaube ich. Weil die Zimmer sind, die Zimmer, die Räume. Der Flur ist jetzt gereinigt. Und es liegt ja nichts mehr. Fangen wir mit dem Zimmer 401 an. Das war richtig. Aber da hinten ist eine Doppeltür. Ich würde sagen, es sind Schlafgemächer, hier Wohnbereich. Hätte man hier noch einen Essbereich, oder wäre das Wohnbereich oder Gästebereich? Wobei, das geben die ja vor, welche Möbel rein müssen, werden wir dann sehen. Stelltür. Das ist eher zum Abreißen. Aufräumen ist dann eher der Sauger, Kehrer. Gibt es auch einen kleinen, könnt auch den losschicken. Der braucht aber länger. Also, die könnte ich ja auch. Oh, hier ist auch noch eine Tür, ne? Ah, die Bauarbeiter auch noch alles stehen lassen. Aber den könnte ich vielleicht auf dem Flur. Der hat ja Zeit jetzt, ne? Hier ist ja gar nicht der Flur. Wo ist der Flur? Hier ist der Flur, oder? Ja, komm, ich setze mal hier hin. Gucken, ob der schon mal den Flur reinigt. Hm, wir müssen auch weiter hier reinigen. Noch ein Zimmer. So, ich soll ja auch erstmal einreisen. Ja. Ich sehe nichts mehr. So. 98, da muss doch irgendwas sein, ja hier. Wahrscheinlich irgendwo ein kleiner Fleck, der dann die 100% ausmacht. Weil der Rest alles schon weg ist. Ja, typisch Bauarbeiter. Ja. Alles stehen und liegen und rechnen es viermal ab. Irgendwo hier muss noch was sein. Dann nehmen wir den Besen. Macht das halt etwas großflächiger. Ist auch so verwinkelt hier. Wieder irgendwas vergessen. Jetzt sind wir draußen. Mal hier zu, dass wir da nicht immer rausrennen. Da waren wir da. Genau. Ah, doch, jetzt ist es weg. Guck mal.
Da war irgendwas, aber nicht das, was ich sehe. Dann so ähnlich wird das hier sein, hier draußen. Aber er sagt jetzt auch hier. Verkleiden, okay. Ja, ich würde sagen, Holzboden nehmen wir auf jeden Fall, ne? Also das ist schon sinnvoller. Finde ich auch schöner. Die Frage ist, hat den nicht, der gefällt mir schon außen nicht. Das wäre einfach mal was. Aber jetzt hier antike Dielen 2. Den hier oben das Huhn. Würfelkampf. Gewinn sowieso. Zack. Meine Würfel sind gezinkt hier. Jetzt nicht. Oh doch, gerade ab. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, sagt er nach 2x6, ne? Oh, 6. Keine Chance mehr. Aber du kämpfst weiter? Okay. Hier? Ah, das war ja mal eiskalt gewonnen. Tschüss. Richtig. Ich habe keine Zeit. Okay. Wir waren beim Boden stehen geblieben. Ja, wir nehmen den mal hier. Der Staubsauger, den machen wir gleich wahrscheinlich wieder weg. Mal gucken. Bodentiefes Fenster hier. Das könnte ein Bad werden. Warten wir mal ab. Das würde ich auch als Bad da eher sehen. Hier wahrscheinlich noch mal ein kleines Bad, oder? Gleich mal sehen, was alles so hier haben will. Okay, der will den Boden zumindest schon mal haben. Hey, wir machen jetzt mal überall Holz. Ich würde mir hier auch in den Villenbereich vorstellen, dass wir auch Holzboden in den Bädern haben. Die gut versiegelt sind, ist das ja auch gar kein Problem. Decke würde ich wieder so eine Art, was war das für ein graues, also ein weißgrau ist das ja dann eher. Das ist Traffic bei, ich glaube ja. Schon weiß, das weiß. Müssten wir es überall weiß haben. Das
Schön aus. Mal so machen. Hier gibt es dann eher so Verkleidung. Der Staubsauger, was ich mache. Jetzt einfach den man macht ihn nur oben. Ich weiß es nicht gerade. Dirty White. Hier auch noch mal wieder anders machen. Die beiden. Und dann würde ich die wieder hier so. Muss mal hier gucken, was nehmen wir hier. Tapetenmuster war das, glaube ich, hier. Somebody is having a party in one of our rooms and they're being far too loud. Several guests complained already. Die beiden noch nicht. Vielleicht machen wir hier die gleiche wie sonst zu viel, glaube ich, Unterschied. Muss man eben in Zimmer 401. Da bin ich doch gerade. Ne, Lärm kommt aus 103.
Ja, und das war die Folge für heute. Was im Zimmer 103 los ist, seht ihr dann morgen. Bis dahin, tschüss.